Es ist unbestritten, dass Kim Jong-un, der oberste Führer Nordkoreas, das mysteriöse Eremitenkönigreich mit eiserner Faust regiert. Aber seine stachelige Außenpolitik und seine Menschenrechtsverletzungen halten die Wirtschaft des Königreichs unglaublich schwach. So sehr, dass das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Nordkoreaners gerade mal 1.300 Dollar beträgt. Aber Kim lebt verschwenderisch und hortet das magere Vermögen des Landes für sich selbst. Er kauft Uhren im Wert von Millionen, eine Flotte von Oldtimern und sogar einen überdimensionalen Partykan. Seine Ausgaben sind außer Kontrolle. Also, halt dich fest, denn ich verspreche dir, dass dir die Kinnlade runterfallen wird, wenn du siehst, wofür dieser Staatschef das Geld seines Landes verschwendet. Sinnlose Klaviersammlung. So steif und streng er auch aussieht, Kim Jong-un hat auch eine weiche Seite, die vor allem der Musik zugetan ist. Insiderberichten zufolge liebt der oberste Führer alles, was mit Musik zu tun hat. Er singt Karaoke, hört 80er-Jahres-Songs und geht zu K-Pop-Veranstaltungen. So sehr, dass er sogar seine eigene 13-köpfige private Liveband hat, die ausschließlich aus Geigerinnen besteht. So schwer diese Besessenheit auch zu glauben ist, es gibt einige überzeugende Daten, die das belegen. Im Jahr 2014 wurde aufgedeckt, dass er sage und schreibe 36 hochwertige Klaviere und jede Menge teures Aufnahmeequipment in das Land eingeführt hat. Verwirrenderweise gibt es aber keine Berichte, die darauf hindeuten, dass Kim tatsächlich Klavier spielt. Wozu braucht er ja also so viele? Vielleicht wollte er eine weitere private Band gründen, die nur aus Pianistinnen besteht? Oder er wollte seine Soldaten für die Kriegsführung am Klavier rüsten? Was auch immer der Grund sein mag, es ist unwahrscheinlich, dass diese Instrumente nicht von höchster Qualität sind. Und wenn man bedenkt, dass ein Konzertflügel der Spitzenklasse für mehr als 170.000 Dollar verkauft werden kann, könnte diese 36-stückige Sammlung einen Wert von sage und schreibe 6 Millionen Dollar haben. Ich glaube nicht, dass das Musik in jedermanns Ohren ist. Aber während Kim damit beschäftigt ist, mit seinen vielen, vielen Elfenbeinen zu klimpern, warum versuchst du nicht, mit den Gefällt mir und Abonnieren-Buttons zu klimpern? Ich veröffentliche jeden zweiten Tag brandneue Inhalte, die du kostenlos genießen kannst. Es kostet dich nicht mal einen Pfennig. Und da wir gerade von Pfennigen sprechen, lass uns noch mehr lächerlich teure Dinge ansehen, die Nordkoreas angeblicher oberster Führer gekauft hat. Paläste im Überfluss. Viele Staatsoberhäupter der Welt haben mehrere Wohnsitze, wie zum Beispiel der ehemalige und hoffentlich bleibt der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump. Als er an der Macht war, hatte er nicht nur einen, nicht zwei, sondern gleich drei Wohnsitze und dazu noch das Weiße Haus. Und das ist nichts im Vergleich zu der Zahl, die Kim Jong-un besitzt. Berichten von North Korea Uncovered zufolge gibt es sage und schreibe 14 Paläste, die ausschließlich vom obersten Führer und seiner Familie genutzt werden. Und genau wie Kim sind sie nicht klein. So wie dieser, die Ryongsong Residence, Kims kolossale Hauptresidenz. Der gesamte Komplex erstreckt sich über mehr als 7,2 Quadratkilometer in den Vororten von Pyongyang und umfasst einen privaten Bahnhof, eine Pferderennbahn und sogar drei riesige künstliche Seen. Aber weniger als 32 Kilometer entfernt hat er noch eine weitere riesige Villa, die Kangdong Residence. Dieser Palast, der als Sommerresidenz benutzt wird, verfügt ebenfalls über drei riesige künstliche Seen, einen privaten Bahnhof, einen weitläufigen Garten und viele Gästehäuser. An der Ostküste des Landes liegt eine weitere, noch prächtigere Anlage direkt am Meer. Das ist die One Sun Residence und wie du sehen kannst, ist sie noch ein bisschen prunkvoller als die anderen beiden. Neben einem riesigen Sportstadion und einem Wasserpark befinden sich auf dem Gelände dieses großartigen Komplexes 10 Villen, ein privater Hafen, ein Basketballplatz und sogar ein Theater. Und wenn man noch bedenkt, dass er 11 weitere Wohnsitze dieser Art hat. Es ist zwar nicht bekannt, wie viel genau der Bau und die Instandhaltung dieser Anlagen kosten, aber allein die Wohnanlage in Wonsan scheint etwa 4 Hektar groß zu sein. Zum Vergleich, ein Anwesen dieser Größe in Kalifornien wäre etwas mehr als 18 Millionen Dollar wert. Allerdings glaube ich nicht, dass Immobilien in Nordkorea so teuer sind, denn da herrscht ja Kommunismus. Geheimes Kino. Eine Sache, die du in fast jedem Haus eines Millionärs finden kannst, ist ein privater Kinosaal. Aber selbst nach diesen Maßstäben ist das Privatkino von Kim Jong-un der absolute Hammer oder in diesem Fall das Popcorn. Unbestätigten Berichten zufolge war sein Vater und früherer oberster Führer Kim Jong-il von Filmen und Kino geradezu besessen.
Das ging so weit, dass er ein privates Kino mit 1000 Plätzen für sich und seine engsten Freunde baute. Zum Vergleich, ein normales Kino hat 200 Plätze. Das muss also eine riesige Leinwand gewesen sein. Außerdem behauptete der ehemalige Staatschef, er besitze mehr als 30.000 VHS- und DVD-Kassetten mit Hollywood-Blockbustern wie Titanic, Gladiator und Godzilla. Da die neuesten DVD-Veröffentlichungen bis zu $20 kosten, würde das bedeuten, dass er allein Filme im Wert von $600.000 besaß. Aber seit seinem Tod im Jahr 2011 hat Kim Jong-un die teure Sammlung des Vaters wahrscheinlich noch erweitert, denn Netflix gibt es in Nordkorea nicht. Aber was auch immer er sich anschaut, Klassiker wie The Interview oder Team America werden darunter wohl nicht zu finden sein. Die Harlem Globetrotters anheuern. Während sein Vater vielleicht eine Liebe fürs Kino hatte, liegt Kims Leidenschaft auf dem Basketballplatz. Er liebt das Spiel so sehr, dass er 2019 von den USA verlangte, berühmte Basketballspieler nach Nordkorea zu schicken, als Teil eines vorgeschlagenen Denuklearisierungsabkommens. Er behauptete, dass dies die Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern diente. Aber wahrscheinlich lag es an Kims Leidenschaft für diesen Sport, denn die meisten seiner Villen haben ein oder zwei Basketballfelder. Kims Besessenheit erreichte 2013 einen teuren Höhepunkt, als er die weltberühmten Harlem Globetrotters einlud, ein Freundschaftsspiel gegen Nordkoreas Nationalmannschaft zu spielen. In einem der skurrilsten Basketballspiele, die es je gab, endete es mit einem Unentschieden von 110 zu 110. Während diese seltsame Basketballdiplomatie Kims Stadion füllte, half sie, sein Bankkonto zu leeren. Das Standardhonorar für einen Auftritt der Globetrotters lag damals bei stolzen $75.000, aber in diesem Preis sind Flüge, Unterkunft und die Ausrichtung eines Spiels nicht enthalten, um eine Nation gut aussehen zu lassen. Was glaubst du, wie viel mehr Kim bezahlt hat, um die Globetrotters zu einem Unentschieden zu überreden? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Alle an Bord des Geldzuges! Wenn es darum geht, durch das abgeschottete Königreich zu reisen, hat sich die Kim-Dynastie schon immer auf die Schiene verlassen. Kim Jong-uns Vater, Kim Jong-il, hatte nämlich eine tödliche Angst vorm Fliegen. Statt zu fliegen, verlangte er 90 luxuriöse Zugwaggons, um alle Bedürfnisse auf Langstrecken zu befriedigen. Dazu gehörten ein eigener Speisewagen, ein riesiger Konferenzwagen, mehrere Salons und sogar Küchen, die von japanischer bis zu französischer Küche alles servieren konnten. Sein Sohn hat ihn natürlich geerbt und ihn seitdem auf Kosten des Landes renoviert. Ein Wagen zum Beispiel ist jetzt mit Reihen von plüschigen, rosafarbenen Ledersitzen ausgekleidet und der alte Konferenzwagen seines Vaters wurde mit einer modernen weißen Verkleidung versehen. Jeder Wagen ist komplett kugelsicher und damit hunderte von Kilos schwerer als ein durchschnittlicher Wagen. Und dieses weitere Gewicht bedeutet, dass die 21 Wagen eine Höchstgeschwindigkeit von nur etwa 60 km/h erreichen. Trotz des Schneckentempos nutzt Kim den Wagen, um Fabriken im ganzen Land zu besuchen, wo er ironischerweise Propagandafotos macht, um den angeblichen Reichtum der Nation zu zeigen. Und es sieht so aus, als hätte es ihm wirklich Spaß gemacht zu sehen, wie viel Schmiermittel diese Fabrik auspresst. Aber er besucht nicht nur Fabriken, denn es gibt auch etwa 20 private Bahnhöfe im ganzen Land, die nur der Zug des obersten Führers benutzen darf. Aber wie viel kostet es, dieses rollende Ungetüm zu betreiben? Nun, der Bau eines einzigen Standardwaggons kann bis zu $1,5 Millionen kosten. Wenn man bedenkt, dass Kim 90 gepanzerte, maßgeschneiderte Waggons zur Verfügung hat, könnte sein Zug mehr als $135 Millionen wert sein. Wenn er Nordkoreas Wirtschaft noch weiter runterfahren will, dann ist er auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das Leben in luftiger Höhe. Im Gegensatz zu seinem flugphobischen Vater hat Kim Jong-un kein Problem damit, sich in die Lüfte zu schwingen, wie nicht nur eines, sondern gleich zwei seiner Privatflugzeuge beweisen. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen er die Grenzen Nordkoreas verlässt, kommt er in einem der beiden Iyoshin Il-62M-Flugzeugen an, die im VIP-Look der Regierung gestaltet sind. Als diese Flugzeuge 1963 entworfen wurden, waren sie mit einer Länge von fast 53 Metern die größten Jetliner ihrer Art. Obwohl die sowjetischen Flugzeuge seit 1995 nicht mehr produziert werden, hat Kim beide Flugzeuge für seinen persönlichen Gebrauch umgerüstet. Aber abgesehen von den Umbauten sind diese prähistorischen Flugzeuge immer noch sehr teuer in der Beschaffung. Zusammen mit den Kosten für einen entsprechend großen Hangar und die Wartung kann jedes dieser Flugzeuge satte $50 Millionen kosten.
Zugegeben, nichts im Vergleich zu Amerikas neuen Air Force One Modellflugzeugen. Zusammen mit den Hangars und der Wartung kosten diese beiden Präsidenten Himmelspaläste unglaubliche 5,3 Milliarden Dollar. Aber wenn man bedenkt, dass die 19 Präsidenten der Vereinigten Staaten von Roosevelt bis Trump während ihrer Amtszeit unglaubliche 765 internationale Flugreisen unternommen haben, werden diese Präsidentenflugzeuge sicherlich viel genutzt. Aber seit Kim Jong-un 2011 an die Macht kam, hat er nur 9 Reisen ins Ausland unternommen. 50 Millionen pro Flugzeug sind also ein ziemlicher Overkill. Ich frage mich, ob sie sie Air Force One nennen. Teurer Spritfresser. Wenn Kim wirklich mit Stil ankommen will, fährt er in einer seiner prächtigen Mercedes-Benz Pullman-Limousinen vor. Mercedes-Limousinen der Spitzenklasse wie diese sind bei vielen Staatsoberhäuptern der Welt beliebt, nicht nur weil sie gut aussehen, sondern auch weil sie kugelsicher sind. Und bei einem Preis von fast 1,6 Millionen Dollar pro Stück kann man nur hoffen, dass selbst die Radkappen die ein oder andere Kugel aufhalten können. Aber Kims Besitz der Luxus-Limousinen ist eigentlich ein massiver Verstoß gegen die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea. Diese Sanktionen wurden von den Vereinten Nationen vor mehr als einem Jahrzehnt gegen importierte Luxusgüter verhängt, um Kims Streben nach Atomwaffen zu unterbinden. Aber Kim hat offensichtlich einen Weg gefunden, diese Sanktionen zu umgehen, um seine Autosammelleidenschaft zu befriedigen, denn er hat nicht nur Limousinen illegal importiert. Es sind Berichte aufgetaucht, dass er auch eine Flotte von mehr als 100 Luxusautos besitzt. Laut Zolldaten und Fotos gehören dazu ein Audi R8 im Wert von 162.000 Dollar, ein Range Rover im Wert von 100.000 Dollar und ein gepanzerter Rolls-Royce Phantom im Wert von mehr als 500.000 Dollar. Als wäre das nicht schon protzig genug, fuhr er diesem Phantom im Wert von 500.000 auch noch dreist zum Treffen mit Mike Pompeo, dem ehemaligen Direktor der CIA. Das, Kinder, nennen wir einen gewaltigen Flex. Protzige Boote. Wenn Kim nicht gerade mit dem Flugzeug, dem Zug oder dem Range Rover verreist, fährt er stilvoll zur See. Im Jahr 2013 wurde Kim und seine Top-Generäle bei einem Besuch einer Fischereistation gesehen, wie sie von einer riesigen 29 Meter langen Yacht stiegen. Aber das war nicht irgendeine Yacht, sondern eine luxuriöse 95 MY Princess Yacht. Es handelte sich um ein britisches Motorschiff der Spitzenklasse mit 3 riesigen Decks, einem großen Salon, einem Essbereich, einer kompletten Küche und 4 Schlafzimmern. Aber all dieser Platz für die Seefahrt hatte einen stolzen Preis von 7 Millionen Dollar. Aber das ist auch nicht das einzige Boot, das er besitzt. Satellitenbilder des Einsiedlerkönigreiches zeigen, dass direkt vor seinem bereits erwähnten Wonsan-Gelände noch mindestens eine weitere Yacht im Hafen liegt. Mit einer Länge von etwa 30 Metern ist sie ungefähr gleich lang wie die Princess Yacht, was bedeutet, dass sie auch mehr als 7 Millionen Dollar wert ist. Aber nicht nur Yachten liegen in Kims Dock, sieh dir nur dieses riesige Ungetüm an. Ob du es glaubst oder nicht, das ist Kim Jong-uns privater, 60 Meter langer, mehrstöckiger Party-Pool-Kahn. Laut Zeugenaussagen enthält es einen olympischen Swimmingpool mit spiralförmigen Wasserrutschen am oberen Ende und eine riesige Backstage-Lounge. Satellitendaten zeigen, dass dieser schwimmende Vergnügungspark im Laufe der Jahre immer wieder renoviert wurde und 2018 auch einen ganzen Monat lang vor der Küste der Insel Tay schwamm. Wenn man bedenkt, dass Kim monatelang aus dem Rampenlicht der Medien verschwindet, muss man sich fragen, ob er hart arbeitet oder kaum arbeitet. Aber wie viel kostet das? Nun, zum Vergleich. Diese riesige Tiki-Barge mit 36 Metern wurde 2015 für sage und schreibe 1 Million Dollar verkauft. Wenn man bedenkt, dass Kims Kahn fast doppelt so groß ist, muss es sich also um eine millionenschwere Wasserleiche handeln. Die Rechnung bitte. Es ist ziemlich klar, dass Kim Jong-un ein großer Fan von Essen ist, aber 2019, nach dem Gipfel in Hanoi, an dem Kim teilnahm, enthüllte ein Koch etwas Schockierendes über die Ernährung des Staatschefes. Kim hatte nicht nur seine eigenen Köche und Diener einfliegen lassen, sondern sie bereiteten ihm auch eine Unmenge an feinstem Kaviar, Hummer, Wagyu, Rindfleisch und Gänseleber vor, die man für Geld kaufen kann. Offensichtlich hat er einen Geschmack für die feinen Dinge des Lebens entwickelt, aber Stopfleber kann bis zu 90 Dollar pro Pfund kosten, während hochwertiges Wagyu-Rindfleisch bis zu 200 Dollar pro Pfund kosten kann. Was Kaviar und Hummer angeht, so sind diese beiden köstlichen Luxusgüter in Nordkorea aufgrund internationaler Sanktionen verboten. Aber das hat Kim Jong-un natürlich nicht davon abgehalten, zu essen, was er will und wann er will.
Und wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, internationale Köstlichkeiten zu verschlingen, importiert er sie. Im Jahr 2016 soll er allein aus Italien teure Käsesorten im Wert von $67.000 bestellt haben. Der Großteil seines von Armut geplagten Landes ist aber auf Lebensmittelrationen angewiesen, die 2019 nur 300 Gramm pro Tag betragen haben. Das ist weniger als das, was ein durchschnittliches Vorschulkind isst. Es ist also unwahrscheinlich, dass Kim seine Molkereiprodukte geteilt hat. Seine unendliche Vorliebe für importierten Käse nährte 2014 sogar das Gerücht, dass er so fett geworden sei, dass seine beiden Knöchel plötzlich unterm eigenen Gewicht gebrochen seien. Vielleicht sollte man überlegen, ob man den Namen des obersten Führers nicht in Kim Jong-Omnomnomnom ändern sollte. Viel getrunken. Um all die feinen Speisen herunterzuspülen, bestellt Kim jede Menge Getränke, die für einen König geeignet sind. Allein im Jahr 2016 soll er feinen brasilianischen Kaffee im Wert von fast $1 Million importiert haben. Aber während Kim heiße Tassen mit Qualitätskaffee schlürfte, hatten rund 50% der Landesbevölkerung Nordkoreas nicht einmal Zugang zu Trinkwasser. Und zu allem Überfluss verschwendet dieser unersättliche Führer das Geld seines Landes nicht nur für Kaffee. Kim liebt nämlich auch das ein oder andere teure alkoholische Getränk. Er hat sogar behauptet, dass er einmal 10 Flaschen des berühmten französischen Bordeaux an einem einzigen Abend getrunken hat. Wenn man bedenkt, dass ein guter Bordeaux mehr als $1.000 die Flasche kostet, hoffe ich, dass ihn dieser $10.000-Schluck wirklich umgehauen hat. Aber im Jahr 2016 hat Kim mehr als $45.000 für illegal importierten US-Schnaps für sich und seine engsten Freunde ausgegeben. Auch wenn er nicht immer ein gutes Verhältnis zu den USA hatte, scheint das seiner Liebe zu Spirituosen aus den USA keinen Abbruch getan zu haben. Aber er kauft nicht nur in den USA. Allein 2016 importierte er Alkohol im Wert von mehr als $1 Million aus der ganzen Welt. Das ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass 2,8 Millionen Nordkoreaner zu dieser Zeit darum kämpften, sich Lebensmittel leisten zu können. Wie du wahrscheinlich schon vermutet hast, gilt hochwertiger Alkohol als Luxusgut und darf nach den UN-Vorschriften nicht nach Nordkorea eingeführt werden. Doch trotz der strengen Sanktionen hat Nordkorea einen Weg gefunden, sie zu umgehen. Im Jahr 2017 gab Kim Berichten zufolge mehr als $35 Millionen aus, um illegal üppigen internationalen Alkohol für seine Elite-Kameraden zu importieren. Das ist genug, um jeden doppelt sehen zu lassen. Hochpreisige Pferde. Nicht nur der russische Präsident Wladimir Putin posiert gern für Fotos auf dem Rücken eines Pferdes. Auch Kim Jong-un hat eine Vorliebe dafür, mit Ponys zu posieren. Zum Glück macht er das aber mit dem Hemd. Aber für diese Fotoshootings wollte Kim nicht an den Kosten sparen. Er gab sage und schreibe $75.000 für 12 reinrassige Pferde aus Russland aus, um für die Bürger von Nordkorea wie der Inbegriff von Fitness zu wirken. Und das war nur für ein einziges Fotoshooting. Zwischen 2010 und 2019 hat Kim laut Zolldaten mindestens 138 Pferde für $584.000 aus Russland importiert. Aber während Kim mit den Pferden beschäftigt ist, merkt er wahrscheinlich nicht, dass allein $75.000 Fotoshootings so viel gekostet hat wie ein ganzes Jahresgehalt für 60 Nordkoreaner. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, er sollte seine Pferdeschwänze ein bisschen zügeln. Verschwenderische Uhren. Wenn Kim die Weltbühne betritt, trägt er normalerweise einen dunklen, zugeknöpften Anzug und sein Gesicht wird durch den super kantigen Haarschnitt perfekt betont. Aber so schlicht er auch aussieht, an seinem Handgelenk trägt er etwas Aufwendigeres. Bei mehr als einer Gelegenheit wurde der oberste Führer dabei erwischt, wie er ein paar wirklich schöne Schweizer Uhren trug. Wie hier, als er einen Raketentest beobachtete und dabei eine IWC Portofino Automatik Armbanduhr trug, die fast $14.000 kostet. Und hier, beim Start eines weiteren Raketentests, trug er eine sehr schicke Movado Museumsuhr. Nur 2 Jahre nach der Machtübernahme haben sich Kims Ausgaben für Schweizer Uhren fast vervierfacht. Von $64.000 im Jahr 2010 auf über $230.000 2012. Im Jahr 2016 stoppte die Schweizer Regierung jedoch alle Exporte von Luxusuhren nach Nordkorea, nachdem sie mit weiteren UN-Sanktionen in Konflikt geraten war. Doch das Verbot hielt Kim offenbar nicht davon ab, im Dezember 2016 rund 100 brandneue Rolex-Uhren als Geschenke für seine elitären Parteimitglieder illegal einzuführen.
Da viele High-End-Rolexen um die $10.000 kosten können, könnte Kim allein für diese Geschenke über 1 Million US-Dollar ausgegeben haben. So fragwürdig es auch klingt, aber niemand bestreitet, dass der oberste Führer viel Geld für seine Uhrenkollektion ausgibt, von der manche glauben, dass sie einen Wert von 8,2 Millionen Dollar hat. Was für eine buchstäbliche Zeitverschwendung! Das Leben der High-Wife. Kim scheut sich nicht davor, auf großem Fuß zu leben und das in mehrfacher Hinsicht. Und auch seine Frau Ri Sol-Yu gibt sich nicht mit dem Leben zufrieden. Kim kleidet sie immer in den schönsten Klamotten ein. In den letzten Jahren ist sie bei Presseveranstaltungen und internationalen Treffen immer öfter in westlicher Kleidung aufgetaucht, mit ein paar passenden Designerstückchen. Wie hier, wo sie eine Dior Klatschberg trug, die unglaubliche $1.600 kostete. Außerdem wurde sie mit mehreren anderen Taschen gesichtet, die mehr als $1.500 pro Stück wert sein sollen. Bei seinen Ausgaben für Pferden, Uhren und Käse hört sich das nicht viel an, aber eine einzige ihrer Handtasche kostet so viel wie das Jahresgehalt eines nordkoreanischen Staatsbürgers und ihr verschwenderischer Lebensstil hat sie bei der Bevölkerung sogar unbeliebt gemacht. Man sagt zwar, eine glückliche Ehefrau bedeutet ein glückliches Leben, aber ist das wirklich den Respekt einer ganzen Nation wert? Vergnügungstruppe. Obwohl er eine hübsche und teure Frau hat, ist Kim Jong-un kein monogamer Mann. Seit den Tagen seines ebenso korrupten Großvaters Kim Il-sung hält die Herrscherfamilie eine Gruppe von Frauen bereit, die beunruhigenderweise als Pleasure Squad bekannt ist. Diese hübschen Frauen werden aus der Bevölkerung ausgewählt, um den obersten Führer und seine Kameraden mit Gesang, Tanz und exotischen Darbietungen zu unterhalten. So ein Harem klingt zwar frei erfunden, aber wenn man bedenkt, dass Kim Jong-un selbst der Sohn eines der vielen Mätressen seines Vaters ist, macht es leider Sinn. Aber ein hochkarätiger Harem kostet. Allein im Jahr 2016 gab der oberste Führer Berichten zufolge $3.5 Millionen für Unterwäsche für alle Frauen in seinem Leben aus. Vielleicht sollten wir ihn Kim Thong-un nennen? Ich bin mir aber nicht sicher, wie wahr diese Behauptung ist. Selbst im Westen kosten die teuersten Dessous nur $1.000 pro Set. Wenn er also nicht gerade lächerliche 3.500 pikante Sets gekauft hat, passt diese Behauptung nicht ganz. Das würde sie allerdings, wenn sein Harem aus mehr als 2000 Frauen bestünde, was einige Medien tatsächlich behaupten. In einigen Berichten heißt es aber, dass diese 3.500 Millionen auch für Kostüme ausgegeben wurden. Tun wir mal so, als ob es sich dabei nur um eine Art beeindruckendes Cosplay handeln würde, um unserer Unschuld willen. Langlebigkeit und Libido? Jetzt, da wir wissen, dass es Kim nicht an Frauen mangelt, lastet der Druck, einen Erben zu zeugen, der sein unglaublich korruptes Königreich erben wird, auf seinen massiven Schultern. Es gibt zwar unbestätigte Gerüchte, dass er 3 Kinder mit Ri Sol-Yu hat, von denen eines ein Junge sein könnte, aber das reicht dem obersten Führer nicht aus. Schließlich war Kim Jong-un nicht der älteste seiner männlichen Geschwister, als er zum Erben des Eremitenreichs ernannt wurde. Der Titel ging über die Köpfe seiner beiden anderen Brüder, Kim Jong-chol und Kim Jong-nam, hinweg, die von ihrem Vater als nicht regierungsfähig eingestuft wurden. Kim Jong-un muss also sicherstellen, dass er genügend Erben hat, aus denen er wählen kann, wenn die Zeit gekommen ist, um die Führung und das Vermögen des Reiches weiterzugeben. Aber wie macht er das? Einem nordkoreanischen Überläufer zufolge besitzt die Kim-Familie ein privates Zentrum für Langlebigkeit, das aus 130 der besten Wissenschaftler des Landes besteht. Ihre einzige Aufgabe ist es, die Gesundheit und das Glück der Kim-Familie sicherzustellen und sie so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Tag und Nacht arbeiten diese Wissenschaftler an allem, von der Verbesserung der Zartheit von Kims Rindfleisch bis hin zur Nachahmung der westlichen Lieblingszigarettenmarke des Führers. Und nicht nur das, das Zentrum wurde auch damit beauftragt, starke Aphrodisiaka für den obersten Führer zu entwickeln, die aus illegal gewilderten Substanzen wie Robben und sogar Löwengenitalien hergestellt werden. Tut mir leid, aber wenn Kim Jong-il heimlich Löwendinge ins Land einführen kann, ist es dann wirklich so schwer, an ein paar blaue Pillen zu kommen, die die Muskeln anregen? Es ist zwar nicht bekannt, wie viel das alles kostet, aber ein einzelner Wissenschaftler dieser Art verdient in den USA ein durchschnittliches Jahresgehalt von $80.000 und mit 130 Personen, die er da hat, sind das mindestens $10.4 Millionen pro Jahr für die Gesundheitsvorsorge einer einzigen Familie. Das klingt aber immer noch billiger als eine amerikanische Arztrechnung.
Was denkst du, welche von Kims Ausgaben war die extravaganteste? Und welche wünschst du dir insgeheim selbst zu besitzen? Natürlich nur, wenn du dafür keine ganze Nation ausrauben müsstest. Lass es mich unten in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.